So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Zenran Kagura Burst. Im letzten Part, ja, ich habe keinen Schimmer, was wir im letzten Part gemacht haben. Ich will das Spiel weiterspielen und ein bisschen mit euch über Animes reden. Und dafür müssen wir natürlich erstmal ein paar Missionen auswählen. Ist ja auch logisch. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Mission mit Cat. Und ich kann wohl erst gleich mit meinem Anime-Talk anfangen. Boho! So viel dazu. Arschkick, Selbstverteidigungsstrategie bei Cat. Okay, ja, was tue ich in Sachen Anime zurzeit? Ja, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit, um Animes zu schauen in letzter Zeit, weil einfach mal, ich will halt wirklich ein bisschen auf Vorrat aufnehmen und das tue ich auch gerade wirklich. Und ich muss auch zugeben, dass ich zurzeit eher rewatche, als irgendwas Neues zu gucken. Und zwar Death Note, und wirklich jeder, der Death Note noch nicht gesehen hat, der sollte dieses Meisterwerk wirklich mal gesehen haben, denn der Anime ist einfach mal so awesome und man kann den sich wirklich öfters angucken, weil es wird nicht langweilig. Und das habe ich selber so gemerkt und das finde ich einfach richtig krass. Und ja, Death Note ist wirklich mit Abstand einer der besten Animes, die ich bisher überhaupt gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben, weil diese Komplexität in den ganzen, ja, wie soll ich sagen, in den ganzen Sachen, beziehungsweise in den ganzen Begründungen und so. Also, es geht halt um Light Yagami, das ist der Hauptcharakter, der eines Tages ein Death Note findet. Und dieses Death Note erlaubt es halt, dem Menschen, der es besitzt, Namen hineinzuschreiben. Und wenn man sich den Namen und das Gesicht einer Person vorstellt, also wenn man den Namen und das Gesicht einer Person vor sich hat und den Namen halt aufschreibt, dann jetzt habe ich die Regeln vergessen des Death Notes. Egal, auf jeden Fall, jeder, den Light da reinschreibt, kann halt sterben. Wenn er nur die nötigen Informationen hat, also den Namen und das Gesicht des Opfers. Und da gibt es halt auch einen Gegenschreiter namens L. Und es ist eigentlich vollkommen unnötig, dass ich das Ganze sage, weil ich finde, es wäre wirklich besser, wenn ihr euch selber von dem Anime überzeugen würdet, denn der hat es echt drauf. Und eine Review zu Death Note wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht. Ich überlege auch in nächster Zeit wieder eine Review zu machen. Zu welchem Anime, das weiß ich leider noch nicht. Aber ich werde mir da bestimmt noch was einfallen lassen. Und ich merke, ich komme ohne meine Shinobi-Transformation hier durch. Und diese ganzen Lappen, ey. Diese Lappen. Und ich überlege gleich wieder Yu-Gi-Oh! 6L aufzunehmen. Wäre mal gar nicht so verkehrt. Ich habe es euch auf der Twitter-Seite ja schon gesagt, dass ich vorhabe, mehrere Parts in der Woche rauszubringen, einfach weil ich es kann. Nein, einfach weil ich mit dem Projekt ein bisschen schneller vorankommen will, weil das dauert jetzt wirklich echt lange mit. Wie viele Projekte habe ich jetzt auf dem Kanal? 4? 5? Ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall ziemlich viele und da wäre es halt wirklich ziemlich angebracht, mehrere Parts am Tag zu bringen. Und was haltet ihr von dieser Idee? Wahrscheinlich, wenn ich das so mache, dass ich erstmal auf Vorrat aufnehme und dann erst das Ganze so voll krass veröffentliche. Ja, irgendwie so. Also vor allem am Wochenende wird da mega viel kommen. Also Samstag und Sonntag. Freitag ist ja so ein Tag, wo eigentlich niemand was guckt, beziehungsweise kaum Leute was gucken. Und ich finde das ein bisschen schade, ich verstehe eigentlich auch nicht, wieso das so ist. Und da, da wir eh alle Sommerferien haben, beziehungsweise die meisten von euch, ist es ganz gut, dieses Sommerloch halt mit ein paar Videos meinerseits zu füllen. Oh ja, Matt hat's halt drauf. Und ich versuche euch halt wirklich dann auf einem hohen Niveau zu unterhalten. Haha, der war gut. Ich versuche euch dann halt ein bisschen die Sommerferien zu versüßen, falls ihr nichts zu tun habt. Und ja, ich habe auch in letzter Zeit wirklich wieder mega viel Motivation aufzunehmen. Das ist unglaublich, aber wahr. Oh, ja, nee, unglaublich ist es jetzt nicht, aber es ist wahr. Und ich habe euch ja mal in einem Y-Part erzählt, wie es war, also wie ich mich in ein paar Parts gefühlt habe und so weiter, was ich gedacht habe, was meine Gedanken waren, und ich glaube, es wird mal Zeit für die Shinobi-Transformation. Jo, Tatsache. So,
Bam, 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 bam. Warte mal, erstmal hier, Special Attack. Attack, ich sag wieder Attack. Das heißt Attack. Wow, wow, wow. Cat, übertreib die gar nicht, Alter. Komm schon. Success, Bitch. Haben wir geschafft, geil. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, Y-Part. Habe ich ja erzählt, wie es mir da für eine Zeit lang ging. Aber ist alles vorbei. Von daher passt das, ne, Cat? Wie Rang C? Ich war voll gut. Rang C, ey, ich pack's nicht. Ein neues Accessoire, ey, das will ich mir ansehen. Das will ich mir ansehen, ja. Oh Mann. Also ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, um noch einen Kampf zu machen. Ja, doch, komm, ich mach noch einen Kampf. Genau. So, erstmal laden. Laden. So, erstmal gucken. Warte, ich wollte gucken, wie viel Prozent des Spiels ich schon habe. 10%, ja, geil. Das ist cool. Ja, das ist der andere Safe State da, den ich habe. Ich glaube, ich werde das so machen, dass ich den ein bisschen weiter spiele. Ja, doch, sollte ich machen. So, erstmal überschreiben und dann, ja, dann würde ich sagen, machen wir schon direkt die nächste Mission, aber ich wollte erstmal das Accessoire sehen, ne? Genau, Accessoire. Okay, nee, das ist es nicht, das ist auch, hey, was war denn das Accessoire? Ah, langweilig. Ich will Brüste. Gut, nächste Mission, let's go, Chapter 1. Und dann das hier, ne? Yes, Yagyu. Yagyu. Oh, kawaii. Ganz ehrlich, die Stimme von Hibari ist so eine Einschlafstimme. Doch, ist richtig. Wie die redet, ne? So. Ja, Matt. Hat sich definitiv wie Musik angehört. So. Ja, das kann ich gar nicht nachmachen. Das ist so krass. So, erstmal hier, die Kampfanimation. Also, wie die reingeht, ne? Los geht's. Ich bin bereit zum Abkassieren. So, das wird jetzt wirklich nicht schwer, gegen Hibari zu gewinnen, weil Hibari ist jetzt wirklich kein sonderlich starker Charakter und ich glaube, ich brauche nicht mal die Shinobi-Transformation dafür. Und wow, 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 what the fuck? Okay, Yagyu. Die hieß Yagyu, ne? Geht die voll ab. Na, würdest du? So. Und dann Shinobi-Transformation. Kenn ich die? Ich glaube schon, ne? Oh. Ich finde die hat Style. Also ich finde die Transformation hat wirklich mega viel Style. Na scheiße, die hat mich. Egal, komm. Wir müssen unsere Special Attack einsetzen können langsam. Warte mal. Hier, ne? Ah, warte, da ist irgendwas zu essen. So. Die Attacke ist mega geil. Also das ist so eine ähnliche wie Cats. Also so eine Wirbelattacke. Victory! Das war so klar von diesem Spiel. Was anderes habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Nein. Gut, was für ein Rang? Gut, Level 2. Nice. Neue Musiktrack ist verfügbar. Cool.
Ich glaube, ich werde mir die im letzten Part so ein bisschen anhören. Ja, so als Ende. Ich muss ehrlich zugeben, aber ich finde Hibaris Stimme trotzdem irgendwie geil. Die ist irgendwie cool. So, damit hätten wir das jetzt auch geschafft. Ich will jetzt mal wirklich, mich würde es ernsthaft interessieren, ob jetzt schon 1% mehr gefüllt ist von dem Ganzen. Ja, Tatsache. Ja, okay, ist interessant. Ist gut zu wissen. So, ich würde sagen, wir können noch einen Kampf machen. So ist es nicht. Und genau das werden wir natürlich auch machen. Genau, Chapter 1. Und dann Hibaris Tutoring. Tutoring. Da. Da. So. Itadakimasu. Warte, itadakimasu heißt guten Appetit oder so. Keine Ahnung, egal.私たちのみんな同じ気持ちです。どういうことだ。みんなは一人のために、一人はみんなのために、仲間なら当然のことです。まあいいだろう。では補習は校庭で行う。5人の中で成績が最下位の者は何度でも補習だ。 So, gut. Ich glaube, ich mache jetzt noch den Kampf und dann beende ich den Part. Ja, das wäre gar nicht so eine verkehrte Idee, Matt. Nee. Gut. Let's go! Let's do this! Tada! Finish before the time. Ah, okay. Ah, das ist mit Zeit! Oh nee, Hibari ist aber einer der Charaktere, wo ich sagen muss, die kann einfach gar nichts. Kein Scheiß, die kann nichts. Also in meinen Augen ist das wirklich die schwächste Charakterin von ganz Senran Kagura Burst. So, erstmal Shinobi-Transformation. Müssen wir ja irgendwie machen, ne? So, und jetzt... Warte, was war... Ne, ihr Dings-Move war scheiße. Ja, ich erinnere mich, ihr Dings-Move war echt Bullshit. Ja, komm. Wo bist du? Na, willst du? Und dann nochmal. Ja, komm schon. Ich glaube an dich. Hibari, wo ist die Zeit? Ich finde die Zeit nicht. Ich finde die Zeit nicht. Verdammte Scheiße. Achso, die ist unten. Hauptsache, der Bildschirm geht immer aus, während ich aufnehme. Und das ist einfach mal so ein Dreck. Das geht nicht. Das ist voll ekelhaft, dass der Bildschirm immer wieder ausgeht. So. Ernsthaft, das war jetzt hier die Dings. Die Special Attack von Hibari. Ja, ich hab doch gesagt, die ist nicht so dolle, ne? Ja, würdest du... So, ich glaube, wir schaffen das aber trotzdem in dieser Zeit, oder? Oh, Alter, wieso sind das so viele? Ja,
Ja, aber ich muss es in der Zeit schaffen, ne? So, währenddessen kann ich auch wirklich über irgendwas reden. Ja, verdammt. Währenddessen kann ich wirklich über irgendwas reden. Nur was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin viel zu überfordert mit der Situation. Das ist ein Neuland für mich. So, warte mal. Yes, da ist Leben. Perfekt. So. Und dann werden wir auch diese Schlange hier noch besiegen. Alter, ich muss das Scheiße schaffen, ey. Taka, 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 taka. Oh Mann, ich finde das voll sweet, ey, was die da sagt die ganze Zeit. Taka, 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 taka. So, komm. Wir haben noch 3 Minuten, hier, 22. Und? Alter, geht doch endlich mal drauf. Oh, wie viele sind das denn noch? Kein Spaß, wie viele sind das? Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Mir fallen keine Animes eben gerade ein, weil ich vollständig auf diesen scheiß Kampf konzentriert bin. Hauptsache, das hat jetzt nur einen Gegner getroffen. Ja, Epic Fail Match. Ah, komm! So, komm! Und schaffen wir das? Ey, wir haben viel zu wenig Leben dafür. Das ist so ein Dreck. Haben wir es? Ja, ich glaube, wir schaffen das jetzt noch. Da ist Leben, da ist irgendwas. Komm schon! Perfekt. Nein! Yes! Woo! Ich hab's geschafft, Gott sei Dank. Ey, ich dachte ohne Witz, ich würde das nicht schaffen. Ne, das ist kein Spaß. Ja, Rang C, war klar. Natürlich. Egal, Hibari ist Level 3. Das ist gut. Neuer Musiktrack. Ja, das ist auch ganz gut. Mhm. Gut. Und damit, meine Freunde, würde ich sagen, das war's auch mit diesem Part von Zenran Kagura Burst. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Falls euch der Part gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Euer Matt.